Auf der zweiten Bahn kommt aus Japan der Sieger der Asienspiele, Yuya Horihata. Next to representing Great Britain, second of the Commonwealth Games. Aus Großbritannien kommt der Schwimmer auf Bahn 3, zweiter bei den Commonwealth Spielen, Joseph Rubin. World record holder on the long course and Olympic champion representing the US. Auf der Bahn 4 kommt aus den USA der Olympiasieger mit Rekordhalter auf der Langbahn, Michael Phelps. On lane 5, representing Japan, gold medalist at the Asian Championships. Auf der Bahn 5 kommt aus Japan Asiens Meister Daya Seko. On lane 6, representing Great Britain, finalist at the Commonwealth Games. Auf der Bahn 6 für Großbritannien, Finalist bei den Commonwealth Spielen, Louis Smith. On lane 7, from Germany, second at the European Short Course Championships. Auf der Bahn 7 aus Deutschland der Vize-Europameister auf der Kurzbahn, Yannick Lebherz. Und auf der 8. Bahn aus Polen der Vierte der deutschen Kurzbahnmeisterschaften, Lukas Reuth. No to z tego kolarstwa, oni wszyscy tacy mają. So, und ein bisschen bin ich ja schon auf den Michael Phelps gespannt, soweit ich mich entsinnen kann, hat er damals nach seinem Olympiasieg in Peking gesagt, 400 Meter Lagen, niemals. Aber er scheint sich das anders überlegt zu haben, geht natürlich diese ganze Geschichte hier sehr offensiv an, aber ich meine auch, dass die Konkurrenz hier ziemlich stark ist, unter anderem eben Asien-Spiele-Sieger Yuya Horihata auf der 2, Asiens Meister Daya Seto auf der Bahn 5. Und immerhin mit John Rubach aus Großbritannien auf den zweiten der Commonwealth-Spiele aus Irvine. Also das Rennen, was ich eigentlich so ein bisschen am heutigen Tag von der Besetzung her auch favorisiere. So, halbe Sekunde über dem Weltrekord, Split-Weltrekord, wird ja gehalten vom Erzfeind des Michael Phelps, Ryan Lochte, das geschwommen ist im letzten Jahr bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Dubai. 55, aber wenn wir ehrlich sind, der Phelps hat anderes im Sinn, als unbedingt irgendwelche Weltrekorde zu schaffen. Sein Fokus ist natürlich ganz klar auf Olympia im nächsten Jahr ausgerichtet und dem ordnet er alles, aber auch alles unter. Und da ist so ein kleiner Weltcup in Anführungsstrichen für ihn natürlich nur eine Vorbereitung. Zobacz. This is
keine Vorläufer hatten. Das heißt, also die, die hier in den 4 Meter Lagen schwimmen, die sind hier heute Morgen nicht geschwommen. Heute Morgen sind andere geschwommen, nämlich die, die langsamere Meldezeiten hatten. Und schnellster von denen war auch ein Amerikaner, Chase Cullis. 4 Minuten 12,8 Sekunden, aber das ist eine Zeit, die mit Sicherheit hier von den 3 schnellsten unterboten werden könnte. Phelps oder Seetung, die machen hier Gold und Silber unter sich aus, wobei ich glaube, Dermi wird dann schon am Ende versuchen, als Erster anzuschlagen, damit der Japaner keinen Stich sehen. Aber hier unten müssen wir mal schauen. Da müssen wir mal den Janik Ekels etwas unterstützen, der gegen Yuya Horihata von Bronze kämpft, der Japaner mit der schwarzen Kappe. Janik hat sich da schon ein bisschen wieder langgeschwommen, aber die Gold denke ich, kriegt ja das hin. Bronze zu erschüttern. Also, Benni, jetzt brauchen wir euch. Und vielleicht einen weiteren Schwimmer aus Deutschland auf das Podest zu. Michael Phelps schwimmt dem Sieg entgegen. Es wird eine neue Weltjahresbestzeit. Wir haben den Abstand. 4 Minuten 4,9 Sekunden. Michael Phelps from the USA. Ja, meine Damen und Herren, und sein Trainer, your coach told me that's very, very good time. Michael Phelps, congratulations! So what is your feeling after the race? That's painful. That's okay, I just wanted to be under my best long course time, so pretty happy. Thank you very much, I'll be seeing you again. Also, hat gesagt, von Toyota. Nummer von dir, Christian, der kommt gerade an, 400 Lagen gebolzt, sieht er da, und dann fragst du den was und der soll was sagen. Okay, also, Michael, haben wir gesehen, hat auch da noch ein bisschen Luft für ein Interview und wir haben ein bisschen Luft für das nächste Rennen. Ja, richtig in Golf, schmerzhaft.